So, jetzt sehen wir uns mal den Unterboden live an. Also hier haben wir es schon mit Rost zu tun natürlich. Hier muss man Rost behandeln. Grundsätzlich die Achsen sind okay. Man sieht die Federungen, die man allerdings auch dann gleich tauschen könnte auf dreilagige Federn. Aber hier muss man auf jeden Fall was tun und das eignet sich eigentlich ganz gut als Vorzeigeobjekt, wie wir diesen Rost behandeln. Also, um es kurz zu sagen, wir werden das nicht aufs blanke Blech abschleifen. Geht auch zum Teil gar nicht. Man kommt ja manchmal da hier gar nicht rein. Es wäre also unmöglich. Wir werden die losen Stellen abbürsten, entfernen, alles was sich lösen lässt. Und ansonsten werden wir hier schon Overtroll aufbringen, dreimal, dann einen 1K Grundierlack und dann auch nochmal ein Seilfett. Genau.